Ich habe einen Tweet gesehen, wo jemand was sehr, ich möchte mal sagen, Aufweckendes geschrieben hat. Und zwar grob zusammengefasst, ging es in dem Tweet darum, dass aktuell so die meisten Content-Creator extrem leiden unter ihrem Job. Das klingt jetzt erstmal wieder ein bisschen hochtrabender, als es am Ende wird. Und er hat das sehr schön erklärt mit den Worten, dass nach deinem Sabaton und deinem 300-Tage-Streak und deinem, was auch immer für ein 24, 36.000 Stunden Stream, dass Leute sich mental, also Content Creator mental, eigentlich komplett ramponieren und kaputt machen, weil sie konstant für die Relevanz immer wieder solche verrückten Dinge sich einfallen lassen müssen. Oder sich einfallen lassen, weil halt Geld extrem gut schmeckt. Also da kommt ja meistens doch ein bisschen mehr Geld rum. Und B, weil das ja irgendwann auch so wie eine Sucht ist. Das schüttet ja sehr viel Endorphine aus. Und ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen, weil ich habe ja vor 10 Jahren das Ganze hier begonnen und also angefangen zu streamen. Und habe mich früher, als ich Variety-Streamer war, habe ich mich auch dabei sehr oft ertappt, dass ich immer der Erste sein musste, der irgendwas gestreamt hat. Beispielsweise sei es jetzt mal Starfield oder so, dass du einfach Starfield streamst als Beispiel und du musst dann einfach 14, 15, 16, 17, 18, 19 Stunden das Ding da runterbratzen und man leidet, glaube ich, als Mensch, würde ich jetzt mal vermuten, extrem an dieser Spirale, die dabei entsteht, wenn du diese Vorhaben immer versuchst durchzudrücken. Wenn ich mir überlege, also nur mal für mich jetzt, ne? Mein Umzug nach Berlin, also montags hatte ich frei, ne? Ich habe Sonntagabend nach dem Stream meine Sachen gepackt, bin Montag nach Berlin gezogen und Dienstag war ich zum Beispiel wieder live. Und wenn ich mir das überlege, wie sehr das an deiner Psyche als auch an deinem Körper nagt, wundert mich das wirklich nicht, dass die Leute, gerade also Content Creator, so richtig krass einen an der Pflaume haben. Und was ich dabei auch beobachte, ist, dass Zuschauer, also gerade die letzten Tage, und deswegen spreche ich auch gerade darüber, dass Zuschauer mittlerweile eine so exorbitante Anforderung haben an Content Creator, dass es einfach insane geworden ist. Ne? Also nur als Beispiel jetzt. Du hast halt gerade dein Büro fertig gebaut, du bist das erste Mal im Stream, guckst, ob alles läuft, und dich fragen halt gleich Leute, ist Video schon da? Hast du schon das gemacht? Hast du jenes gemacht? Und du sitzt halt wirklich davor und denkst so, kriegt ihr das wirklich bei anderen Leuten? Also bekommt ihr das bei anderen Streamern oder Content-Creatern? Weil das ist einfach unmöglich. Also ich habe das Gefühl, dass durch diese ganze Bewegung, dieses immer da sein und immer super schnell alles machen, dass auch die Zuschauerschaft irgendwie ganz exorbitante Vorstellungen hat von dem, was wir eigentlich kriegen. Das ist richtig verrückt, in was für einer Spirale wir uns gerade bewegen. Nur mal jetzt auch noch, um das nochmal zu unterstreichen. Ich habe mein erstes Bild von den Monitoren geschickt. Ne? Also das. Da war noch nicht mal irgendwas im Raum drin. Da hat schon einer gefragt, ist Setup-Sheet schon aktuell? Und das war, glaube ich, zweiter Tag Umbau. Also ich glaube, wir sollten mal an der Stelle wieder ein bisschen in die Normalität zurückkehren und dankbar sein für das, was wir eigentlich haben. Und für mich persönlich habe ich jetzt festgestellt, ich bin vielleicht nicht immer überall der Erste und mache so meine Tage frei und bin auch mal ein paar Tage nicht da. Aber auf lange Sicht gesehen bumst mich das halt einfach nicht so doll aus dem Leben wie andere Geschichten. Weswegen ich zum Beispiel, ich habe wirklich mal überlegt, ob ich mal einen Sabaton mache, ne? Einfach nur, um das mal, einfach mal zu gucken, wie das ist. Aber ehrlich gesagt, ich möchte mir gar nicht einen Monat oder wie lange auch immer das geht, für kein Geld der Welt diesen Stress reinziehen, dass ich aufstehe, duschen gehe und mich wieder an den Computer setze, um einfach sehr viel Geld zu verdienen. Ey, Geld stinkt nicht, ne? Geld stinkt wirklich nicht. Viel Geld haben ist schön und macht das Leben ein bisschen einfacher. Aber für kein Geld der Welt würde ich mir so einen Affentanz reinziehen, weil ich das einfach, glaube ich, komplett kaputt mache. Ich sag mal so, wenn du jetzt mit 3, 4 Mann, ne, das machen kannst, so in Schichten beispielsweise, so dass du sagst, okay, einer geht schlafen und dann macht der andere, macht dann nachts und dazwischen ist auch noch irgendjemand da,
dann ist das ja was anderes, ne? Aber als eine Person, wo du dich dann irgendwie filmst beim Pennen und dann bist du nur unter Stress, weiß nicht. Vor allen Dingen hast du ja dann auch das Problem, du brauchst ja dann auch mal Zeit für, um dich wieder zu erholen. Also du musst ja auch mal wieder zu Kräften kommen. Das ist halt wirklich verrückt, in was für einer Zeit wir leben und in welcher Entwicklung, also wie sich das weiterentwickelt. Auch bei den ganzen Livestreams und Events, die Leute machen live, also so zwischenmenschlich, so viele Dinge on stream, die ich persönlich sehr verschreckend finde, weil das halt so einen ganz komischen, zwischenmenschlichen Umgang zeigt. Das ist einfach so, weiß nicht, muss das sein? Oder bin ich schon zu alt dafür? Ich bin wirklich sehr gespannt, wo sich das hinentwickelt. Also der nächste Sabaton, der dann 3 Jahre geht, gefühlt oder so. Da kannst du dich dann, glaube ich, da kannst du dich aber auch, glaube ich, erstmal beim Kopfdoktor einliefern lassen. Naja, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage geht halt in alle Richtungen. Musst du halt mit dir vereinbaren, welche du davon bedienst. Ja, wir haben aber so generell so eine Angebot-Nachfrage. Also, das habe ich ja gestern schon mal gesagt. Diese Angebot-Nachfrage-Geschichte ist halt sehr weird und Menschen werden auch irgendwie immer weirder. Also aus meiner Perspektive, ne, aus meiner persönlichen Perspektive werden Menschen immer weirder. Also sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird. Das ist wirklich komisch, was. Also sowohl die Zuschauerschaft hat sich in die Richtung entwickelt, als auch die Content Creator. Das ist eigenartig. Also wenn wir uns nur mal die Industrie anschauen, also die Industrie anschauen, wo es um nackte Haut geht. Die war schon immer krass und die wird auch immer krass sein. Aber das ist so ein Absurdum, was sich darum bildet. Das ist völlig verrückt. Ich denke auch, dass das sehr vielen Menschen sehr viel kaputt macht. Und das Streamer-Dasein, so wie es aktuell ist, ist auch ganz komisch und eigenartig. Also meins nicht. Ich bin sehr, also bei mir ist alles cool, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und wie weit ich gehen kann. Es ist ganz eigenartig. Es ist komisch zu beobachten, den Spaß. Es muss alles zu Content gemacht werden, Schneekönigin. Alles. Alles muss Content sein, alles. Habe ich das auch gemacht. Das hat mich komplett kaputt gemacht. Dass alles Content sein musste, irgendwie. Aber es muss nicht alles Content sein. Muss nicht. Du kannst doch einfach mal sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt mal offline. Auch diese ganze Arbeitsscheißen-Blödsinn, weil wisst ihr, der eine hat das mal für ein Meme gesagt, so, ey, wenn du einfach nur 4 Stunden streamst, weil du nicht mehr kannst, streamst du halt einfach 4 Stunden. Ist doch scheißegal. Weiß doch keiner, was du außerhalb deines Streams noch machst, um Sachen vorzubereiten oder wie dein mentaler Zustand ist oder. Das ist doch wirklich, spielt doch keine Rolle. Ob du 20 Videos die Woche bringst bei YouTube oder 1 im Monat, ist doch scheißegal. Ist wirklich eine ganz eigenartige Zeit. Je älter ich werde, desto ruhiger werde ich und desto extremer wird die andere Seite, habe ich immer das Gefühl, wenn ich das so beobachte. Das ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Aber ich glaube, so haben sie auch unsere Eltern gefühlt. Ich glaube, das ist wirklich so eine generationsübergreifende Geschichte, wo die nachkommende Generation von der vorherigen einfach immer so angeguckt wird. Hä, what the fuck? Es war ein schöner Tweet, leider weiß ich nicht mehr, von wem der war, sonst hätte ich euch den gerne geteilt. Das war sehr interessant, das mal zu lesen. Das wollte ich mal anreißen, kurz. Für eine Sekunde.